Arnold Schwarzenegger. Ein Namen, den ich ohne die notwendige Ehrfurcht in meiner Stimme nicht einmal auszusprechen wage. Sicherlich einer der coolsten Schauspieler aller Zeiten. Definitiv einer der größten und großartigsten Österreicher aller Zeiten. Und man muss zugeben, die Konkurrenz ist da ja relativ dünn. Anyways, Mr. Universum ist nicht nur ein Titel, den er sich in seiner genialen Karriere erarbeitet hat, sondern auch der Titel von einem seiner seltensten und wahrscheinlich gemessen an diesem Cover-Artwork auch seltsamsten Filme, die er gemeinsam mit Jeff Bridges und Sally Field gedreht hat. In Deutschland hat Filmkonfekt diesem Titel nun eine Blu-ray-Premiere spendiert und selbstverständlich konnte ich bei meinem größten Idol hier, also größten Idol wahrscheinlich bis Deadpool dahergekommen ist, nicht Nein sagen und musste mir diese Blu-ray gönnen. Filmkonfekt veröffentlicht den Titel im Digipack, hat allerdings offensichtlich verwechselt, was Digipacks sind und was Mediabooks oder Steelbooks sind, denn wir haben hier tatsächlich ein Digipack ohne Schuber, dafür allerdings mit einem von diesen überlappenden Backcover-Blättern. Und ganz ehrlich, um adäquat zu beschreiben, was ich von dieser Verpackungsidee halte, habe ich heute noch nicht genug gegessen, um so viel rauskotzen zu können. Anyways, wir haben ein mehr oder weniger Standard-Filmkonfekt Artwork mit einem Bild von Arnold Schwarzenegger, das quasi per Photoshop so hervorragend ausgeschnitten wurde, wie irgendeine Collage von der vierjährigen Monika im Kindergarten. Außerdem haben wir hier die Informationen rund um den Release. Ganz besonders beeindruckend finde ich hier die Details rund um das Bonusmaterial von diesem. Lassen wir das. Wir können jetzt einmal schauen, dass wir Zugriff auf das eigentliche Digipack haben. Und ich muss ja zugeben, weil ja Digipacks grundsätzlich aus recht dünnem Karton bestehen, finde ich es jetzt vielleicht nicht unbedingt optimal, da mit Hilfe von diesen Klebepopeln einfach was anzukleben. Das ist schon ein bisschen was anderes, wenn wir da ein Mediabook oder Steelbook vor uns haben. Aber egal, wir kriegen das zumindest jetzt noch. Dann, wer kommt auf die geistesgestörte Idee, so etwas hier zu perforieren? Ganz im Ernst, eine Sollbruchstelle, da wo wir dieses Teil abmachen sollen, habt ihr sie noch alle? Und nein, ich mache mir an der Stelle nicht selber irgendeinen Vorwurf, nein, weil wer würde auch nur ansatzweise auf die Idee kommen, dass ein Label dermaßen nicht mitdenkt. Holy freaking hell. Also ich muss ja schon sagen, was Designs und Artworks betrifft und so weiter, wollte ich ja sowieso schon irgendwann einmal sagen, dass Filmkonfekt mit ihren aktuellen Mediabook-Veröffentlichungen so ziemlich der cinematografische Bodensatz Deutschlands ist. Aber das? What? Fuck! Vor allem ein Digipack ohne Schuber. Ich liebe Digipacks, aber ein Schuber gehört zu einem Digipack ungefähr so dringend dazu wie eine Hantel zu einem Krafttraining. Obwohl der Postillon irgendwann einmal korrekterweise festgestellt hat, dass Hanteltraining ohne Gewichte wesentlich leichter ist als mit. Aber lassen wir das! Noch dazu. Ich meine, das Cover-Artwork ist so absurd, dass es eigentlich schon irgendwie fast lustig ist. Aber ich meine, mit diesen Klebepopeln, was soll das? Und wenn man jetzt das... Wenn das zumindest... Irgendwie ein durchgehendes Artwork wäre, so wie wir es da quasi geschafft haben, beim Frontcover und beim Spine, aber das passt ja gar nicht dazu. Ganz ehrlich, das sieht ungefähr so aus, wie das Frühstück, das Andy Warhol nicht vertragen hat. Vor allem, wenn wir dann da auch noch diese großartige Photoshop-Arbeit recyceln müssen.
Offensichtlich war man nicht mehr damit beschäftigt, irgendwelche Abrissflächen extra einzubauen bei der Verpackung von dem Digipack. Bist du? Also, es tut mir echt leid, wenn ich weiß, wer das selber nicht gemacht hat, der soll was nicht kritisieren. Und ich weiß, ich kritisiere gerne laut und oft und viel, aber so ein genereller Grundverstand wäre doch eigentlich normal, oder? Und ich rede jetzt von nichts Absurdem. Ich rede jetzt davon, dass ein Filmlabel vielleicht interessiert sein sollte, dass die VÖ, die dank Digipack-Verpackung offensichtlich für Sammler gedacht sein soll, auch ansatzweise zumindest Ansprüchen entsprechen würde, die Sammler an irgendwelche VÖs stellen. Ich pack das nicht. Ich pack das echt nicht. Und dann haben wir da drinnen eigentlich grundsätzlich nur die Blu-ray auf einem dicken Tray mit einem durchgehenden Innenartwork, das grundsätzlich recht schön ist. Hätte man sich vielleicht die zusätzliche Mühe, beziehungsweise ich weiß nicht was, gegönnt und hätte auch diese Flächen ins Design integriert. Weil so ist es ein unterbrochenes Bild und nicht nur das. Das Bild wird einfach tatsächlich unterbrochen von hier. Eigentlich geht das da nahtlos weiter. Warum kann man das nicht durchgehend machen? Warum muss man das echt unterbrechen? Weil das Motiv grundsätzlich würde ja passen und wäre eigentlich recht cool. Aber so? Nein. Nein, ich bin echt fassungslos. Also ich muss zugeben, nach solchen Designs war ich jetzt, sagen wir mal, nicht wahnsinnig optimistisch, was das betrifft, was wir da bei Mr. Universum bekommen. Aber das ist echt zu viel. Irgendwann kommen wir echt zu dem Punkt, wo man es nicht mehr packt, wo man es nicht mehr aushaltet, wo einem das, was man als Filmfan präsentiert bekommt, wie viele Labels erwarten, dass wir Geld bekommen. Wir denken dran, das sind die Labels und die Leute, die sich eigentlich einen physischen Markt erhalten wollen. Weil sobald wir nur mehr streamen, brauchen wir auch keine Digipacks mehr, brauchen wir den ganz Schwachsinn nimmer. Und das ist das, womit ihr uns halten wollt? It's game over, man. It's game over.